Heute werden wir probieren, ein Tier da und ein Flugzeug in zwei zu teilen. Dann werden wir probieren, ein Haus zu zerstören mit einem 1000 Grad heißen Laser. Und am Ende des Videos seht ihr ein geheimes Tier da und Spiel, was ihr nicht verpassen wollt. Los geht's! Also Freunde, wir können uns jetzt aussuchen, was wir jetzt hier quasi machen wollen. Wir können jetzt zum Beispiel auf Option klicken, können jetzt hier auswählen, okay, wollen wir gerne, dass es so ein bisschen regnerisch ist, ein bisschen Donner oder so, vielleicht Regen oder sogar Sonnenuntergang sein soll, Nacht oder Tag, Leute, beziehungsweise nochmal Sonnenaufgang. Ich würde sagen, wir machen ganz normal Sonne, ganz normales Wetter und gehen dann auch auf jeden Fall direkt mal hier noch in die Map-Option rein. Wir können sagen, normale Kabinen, so ein bisschen überfüllte Kabinen, so ein bisschen FPS-Kabinen oder allgemeine FPS-Kabinen. Ich würde sagen, wir machen erstmal FPS-Kabinen, Leute. Wir wollen gucken, wie sehr wir diese Spieler an die Grenzen bringen können. Ich bin auf jeden Fall so gespannt, Leute. Jetzt sind wir ja auch schon im Flugzeug drin und ich muss sagen, ich finde es auch auf jeden Fall echt krass zu sehen. Ich bin ja momentan selber sehr, sehr oft unterwegs. Also falls ihr nicht wisst, was ich so noch in meinem privaten Leben mache, folgt mir auf jeden Fall da gerne mal auf Instagram, Leute. Da habt ihr auf jeden Fall hier mal ganz kurz mein Instagram. Da bin ich überall. Ich bin momentan immer viel auf Reisen. Deswegen, ich weiß auf jeden Fall, wie so ein Flugzeug von innen aussieht und sowas habe ich auf jeden Fall noch nie gemacht. Alter, das ist ja so krass, einfach die Sitze kaputt zu machen. Stell dir vor, du sitzt jetzt hier so und auf einmal so ein kleines Kind vor dir rüttelt die ganze Zeit oder hinter dir rüttelt dran. Dann machst du einfach am liebsten, so und dann ist auf jeden Fall das Problem auch geregelt. Ja, macht's auf jeden Fall nicht so, Leute. So, wir können jetzt hier auf jeden Fall noch ganz, ganz verrückte Sachen machen. Wir haben sogar Feuerlöscher und sowas. Sag mal, das war ja mal gar nicht geplant. Oh nein, oh oh oh, Flugzeug brennt. Flugzeug brennt. So, nichts passiert. Ja, ja. Okay, ja, wir haben es gleich geschafft. Gleich ist es aus. Gleich ist es aus. Kein Problem. Oh, oh. Oh, oh, alles gut. Alles gut. Reine Vorsichtsmaßnahme. Okay. Sag mal, warum hört das hier auf zu brennen? Verdammt, Leute, es hört nicht auf zu brennen. Ich krieg's nicht gelöscht. Ja, gut, wir müssen die Map neu starten. Na, super. Hat ja super geklappt. 10 Sekunden im Flugzeug, schon fängt's an zu brennen und wir stürzen ab. Na, super. Diesmal sind wir ein bisschen vorsichtiger, was so fremde Sachen angeht. Ah, der musste trotzdem sein, Leute. Oh, der musste auch sein. Okay, also, wenn wir jetzt auch so rausgucken. Pass auf, ich muss mir mal ganz kurz einen Weg frei machen. So, okay. Wenn wir rausgucken, könnt ihr sehen, wir sind gerade mitten in der Luft. Also keine Sorge, ich kann hier nichts zerstören mit so einem Hammer, Leute. Das ist auf jeden Fall deftig Stahl. Also hier kriegt man auf jeden Fall nichts durch, Leute. Aber ich habe natürlich auch noch viele andere Waffen hier links, die man sehen kann. Und mit denen werden wir vielleicht richtig Spaß haben. Also hier merken wir uns nicht gegenhauen. Was ist jetzt das eigentlich für ein Ding? Okay, das war auf jeden Fall schon mal nichts. Das kann ich auch ein bisschen so zerbeulen und so. Gut, hier ist das jetzt ein Feuerlöscher? Nein. Okay, oh Gott, okay, oh, das ist das Telefon. Das Telefon wollte ich auf jeden Fall nicht kaputt machen, aber krass zu sehen, Leute. Kann ich auch hier die Tür aufmachen? Die Tür funktioniert gar nicht. Ah! 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 Okay, gut, Freunde, dann müssen wir auf jeden Fall mal hier jetzt ein paar Dinge erledigen hier im Flugzeug. Zum Beispiel muss ich einmal ganz kurz hier auf Toilette gehen. So, ja. Und die Privatsphäre ist dann auch damit nicht mehr vorhanden. Falls ihr schon mal mit dem Flugzeug mitgeflogen seid, dann könnt ihr auf jeden Fall wissen, was quasi so eine Toilette macht. Und zwar saugt die einfach nur gefühlt alles Mögliche auf. Ah! Wow! Nein! Hilfe! Oh, Alter! Okay, wir... oh Gott. Wir fliegen ja echt. Okay, Freunde. Ich dachte, das war gerade nur so ein kleiner Test, aber anscheinend sind wir gerade wirklich in der Luft. Das heißt, wir können dieses ganze Flugzeug sogar zerreißen. Dann will ich mal wissen, was passiert, wenn ein Loch in der Decke entsteht. Ah, mal gucken, was passiert dann, wenn wir so ein kleines Loch in der... Wow! Wow! Alarm! Alarm, Alarm! Captain, Captain, Captain! Machen Sie die Tür auf! Captain, Tür aufmachen! Tür! Tür! Captain, sind Sie da? Was passiert hier? Oh, es sieht gar nicht gut aus, Freunde. Oh, 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 oh mein Gott. Windströme. Da sind die Turbinen. Oh, wir fliegen halt echt, ne? Okay, pass auf. Was passiert, wenn man die Turbine... Hallo? Was ist, wenn wir das ganze Dach abreißen? Was passiert dann eigentlich? Weil ich, im Grunde... Okay. Okay. Ha! Nein! Oh, Leute. Okay, also die Strömung ist auf jeden Fall echt heftig unterwegs. Ich muss mal ganz kurz was ausprobieren. Was passiert, wenn wir das Flugzeug in zwei Teile durchschneiden? Das würde mich jetzt interessieren, wenn wir jetzt so... Ja? Hey, da ist ja noch eins. Bam, 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 bam. Ha!
So, mal gucken. Oh Gott, wir haben ein richtig dickes Loch jetzt da drin. So, pass auf, Leute. Jetzt will ich mal wissen. Wir nehmen jetzt mal ganz kurz einen Lasercutter. Und dann cutten wir mal ganz vorsichtig hier lang. Und probieren das Flugzeug. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist da gerade explodiert? LOL! Wir haben leider ein Loch unten. Das werden wir noch regeln, keine Sorge. Okay, dann muss ich noch ein paar heftige Sachen machen. Und dann muss ich einmal ganz so machen, Leute, dass wir jetzt hier mit, guck mal, ich nehme jetzt eine AK. Wir schießen mal mit einer AK jetzt hier durch. So, ganz kurz mal trennen. Okay, das ist zu wenig, ne? Wir brauchen mehr, Leute, wir brauchen mehr. Was passiert eigentlich, wenn man so eine Granate da drin fallen lässt? Hä? Okay, explodiert die auch nochmal, die Granate? Oder... Wow! Oh mein Gott! Also, man kann schon sehen, wir haben hinten im Flugzeug... Oh nein, jetzt fängt es auch noch an zu brennen, ne? Oh, ich will wissen, was passiert, wenn man es jetzt abschneidet. Ich muss es jetzt machen, Leute. Ich muss es jetzt einmal ganz kurz machen. So, mit dem Laserschwert einmal durchschneiden hier. Kein Problem, ich muss hier vorbei. Es tut mir leid. Wichtige Meldung aus dem Weg. Aber warte, wir brauchen was Heftiges, Leute. Wir müssen es wirklich komplett trennen. Deswegen, wir nehmen jetzt hier mal ganz kurz die Alien-Waffe, glaube ich. Ja. Mbap! 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 Okay, wir haben es gleich getrennt. So, ich glaube, haben wir es geschafft, Leute? Oh, es brennt halt noch. Okay, wir müssen es von unten auch noch ganz kurz machen. Kein Problem, kriegen wir hin. Alles easy, Roger. Kein Problem jetzt hier. Wow! So, nochmal ganz kurz von unten ein bisschen zerstören. Okay, aber... Wow! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, es explodiert, mein Game! Machen wir es jetzt mal realistisch, Freunde. Also, alle keine Sorge, ne? Ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Flug. Es wird euch auf jeden Fall nichts passieren. Alles wird ganz leicht sein. Bam! Oh, was ist denn jetzt passiert hier? Okay. Wir haben leider kein Problem, liebe Mitfahrgelegenheit. Hinten ist leider nur ein Taco explodiert. Also, alles entspannt jetzt hier. Nichts los. Das räumen wir jetzt auf jeden Fall ganz kurz auf. Ich muss dafür einmal, ja, kurz meine Aufräumpistole finden. Ganz kurz einmal durchgehen. So. Kurz sauber machen, ich muss kurz saugen, kein... Oh. Ja, kurz aufsaugen, es tut mir leid, ich muss einmal ganz kurz... Wow! Wow! Okay, Alter! Ich wollte nur... Oh Gott! Ich wollte nur aufsaugen ein bisschen. Wo geht denn das jetzt alles hin? Hilfe, da kommt es! So, alles ganz kurz mal zu mir, alles kurz aufsaugen. So, ich muss kurz sauber machen hier im Flugzeug, ne? Ihr wisst Bescheid. So, es soll auf jeden Fall ja nicht weiter brennen. Deswegen, der ganze Dreck muss raus. Ja, der ganze Dreck muss raus jetzt hier. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob man so ein Flugzeug quasi noch in so einem Flugzeug sein sollte. Aber mal gucken, wie es so vorne geht in der ersten Klasse. Deswegen holt man sich auch immer die Business-Klasse, Leute. Damit man natürlich vorne immer noch entspannt sitzt, ne? Also, wie wir sehen können, vorne sieht sehr entspannt aus. Ich mache euch... euch ist kalt oder warm? Okay, warte, ich mache euch mal ganz kurz ein kleines, aber feines Loch rein. So, habt ihr jetzt mal ein größeres Fenster, ne? Ist auch nicht so schlecht. Noch größer. Kein Problem. Kriegen wir auch hin. So. Oh. Ach, die sind eingeschlafen. Ja, gut, das kann natürlich auch mal passieren. So, Freunde, jetzt will ich aber mal wissen, was passiert mit diesem Flugzeug. Wenn wir das jetzt quasi... Guck mal, weil wir können hinten sehen, es brennt hinten, ne? Und jetzt müssen wir es ja so machen. Erstmal... Weg mit dem Flugzeug, ne? Erstmal weg damit. So, hier ganz kurz, ne? Also, merken wir schon, ne? Merken wir schon. Weg mit dem Ding hier. Was passiert, wenn wir jetzt quasi einen kompletten Flügel mit so einem Lichtschwert einfach abschneiden, ja? Also einfach... Oh! Oh! Oh, da gibt es auf jeden Fall eine dicke Explosion dann anscheinend. Aber kein Problem, ich war ja noch nicht fertig, ne? Also, ich war ja noch nicht fertig hier mit dem Abschneiden. So, ganz kurz. Ich hab's gleich, keine Sorge. So, pass auf. Und jetzt hier wieder, zack, mit dem Laserschwert einmal reingehen. Und, hab ich schon abgeschnitten? Immer noch nicht. So, und fertig. Es sollte jetzt eigentlich abgeschnitten sein. Oh! Yeah! Es explodiert doch in der Luft, wie cool. So, also wir haben jetzt nur noch einen Flügel, ne? Was passiert, wenn man da mit so einem Laserschwert drin rumbohrt? Passiert da irgendwas Cooles? Geht eigentlich voll, ne? Voll normal. Wow! Ich glaube, das Ding ist kaputt. Wir können ja mal kurz gucken. Wie geht's denn da vorne den Kapitän? Ich helfe euch mal ganz kurz jetzt hier. So, ich mache ein bisschen Luft rein, damit ihr auch seht, was noch alles vor euch liegt, ne? Nicht, dass er nachher die Scheibe geschlagen hat oder so. Das will man ja natürlich nicht. So, ist das gut hier? Eigentlich schon, ne?
Oh, man sollte am besten, ey, mit so einem Laserschwert, sollte man am besten nicht durchs Flugzeug durchgehen, weil man damit anscheinend irgendwie alles Mögliche kaputt macht, was man so kaputt machen kann. Und genau das tue ich gerade aus Versehen. Oh, tut mir leid. Oh, 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 oh nein, oh, oh, die erste Klasse. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh nein, hinten brennt alles. Keine Sorge, ich komm zurück. Lauft! Lauft! Aus Versehen gedrückt! Lauft! Es Halleluja gleich! Nein! Oh! Oh mein Gott. Ich glaube, das Flugzeug... Ja, also 5-Sterne-Bewertung kriegt man hier, glaube ich, nicht mehr. Ja, ich würde mal sagen, wir trennen mal ganz kurz hinten. Wir müssen Ballast ablassen, ne? Habe ich schon so gehört? Wir müssen Ballast ablassen. Ich sollte jetzt eigentlich nicht draufgehen, aber wir mussten gerade Ballast ablassen, ja? So, und so schnell wird man von einem Großfahrt-Passagierflugzeug... Ah, jetzt denkt's richtig an zu lenken. Zu einem kleinen. Ja, ist doch eigentlich ganz angenehm, oder nicht? Was passiert denn aber, wenn man so richtig krasse Sachen auf das Flugzeug jetzt drauf macht? Guck mal, zum Beispiel so wie das hier. Hammer of Dawn. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so heftig. Das ist so heftig. Guck dir das mal an. Eine Flugzeugzerstörung. Eine Flugzeugzerstörung vom Allerfeinsten. Oh mein Gott, die armen Passagiere. Wo geht der Hammer hin? Ich habe ja noch das Ding hier. Ich mach mal ganz kurz. Ich trenne mal ganz kurz hier Ballast ab, ne? Und einmal da. Ja, wow. Wow. Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte, dass die Piloten überleben, Leute. Oh Gott. Oh nein, das wird jetzt so laggen, Leute. Das sind die Passagiere. Okay, okay, okay. Franklins Haus einfach in Teardown, Leute. Guck mal, hier haben wir jetzt sogar das Auto von Franklin. Sogar die Garage geht auf. Oha. Warte mal. Chop? Ah, warte, was ist denn hier bei der Tür passiert? Also, das war auf jeden Fall schon mal nicht. Ich würde mal sagen, Leute, wir sprühen mal hier so ein bisschen was voll. Und zwar machen wir Trevor ist besser oder sowas. Hier, Trevor war hier oder sowas, Leute. So, Trevor. Und dann können wir ja das Krasseste, was wir in GTA 5 nicht machen können, ist zum Beispiel das Haus von Franklin. Okay, das ist ein bisschen zu doller Stein. Aber ja, bam! Sachen kaputt zu machen. Und genau das können wir heute nämlich machen, Leute. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Waffen hier am Start, wie man sehen kann. Ich habe zum Beispiel sowas wie C4. Leute, ich zeige euch mal ganz kurz, was C4 so drauf hat. Wir gehen mal ganz kurz zu Franklin Schuppen. Ich hoffe, er sieht uns auf jeden Fall nicht. Dann packe ich mal ganz kurz hier so C4 hin. Und zwar, ich würde mal sagen, hier rein. So, C4. Oh, okay, okay, okay. Und dann, Leute, seid ihr bereit? Boom! Oh mein Gott, man hat auf jeden Fall gesehen, das C4 kann auf jeden Fall auch ordentlich was kaputt machen. Und es fängt sogar an zu brennen. Und das Ganze müssen wir natürlich auch noch löschen, Leute. Das heißt hier, kein Problem, löschen wir das Feuer. Und das Feuer ist jetzt quasi gelöscht, Leute. Sehr, sehr gut. Und das Ding ist, wir können natürlich mal ein bisschen Franklin ein paar Sachen... erstmal ganz kurz die Garage. Leute, muss ich ja schon mal sagen, die nervt mich schon mal ein bisschen. Das heißt, die Garage, Leute... Die wird schon mal kaputt gemacht. Das heißt, die geht nicht mehr auf. Und den Rest kann man auf jeden Fall ganz entspannt... Ja. Oh, nee, es ist ein bisschen härter. Gut, dann müssen wir anscheinend nochmal eine andere Waffe dafür nehmen. Ich würde mal sagen, so mit einer AK sollte man, glaube ich, die Garage ein bisschen heil bekommen, Leute. Einmal ganz kurz nachladen hier, kein Problem. Und dann hier nochmal ganz kurz, zack. So, Garagentür ist schon mal bei Franklin kaputt gegangen, Leute. Die wird sich auf jeden Fall nicht mehr bewegen und sitzt hier irgendwie rumnerven oder so. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier durchgehen. Leider abgeschlossen. Kein Problem. Wir machen uns den Weg frei, Leute. Wir machen uns den Weg frei. Ich habe auch ganz schön verrückte Waffen hier am Start. Zum Beispiel hier so eine Alien-Waffe, Leute. Die kann zum Beispiel hier, wie man sehen kann. Einfach so. Boom. Oh mein Gott. Den ganzen Baum, Leute. Wir haben den ganzen Baum gefällt, gefühlt. Dann machen wir das gleiche nochmal. Ja, mit dem Baum. Alter, die ist ja sogar echt heftig, ne? Hier hinten. Lol. Okay, also die Alien-Waffe ist mir doch ein bisschen zu heftig. Wir haben auf jeden Fall noch ganz schön viele andere Sachen. Zum Beispiel so ein Laserschwert hier, Leute. Da können wir so ein bisschen mal, ja, das Haus hier, zack. Guck mal, wir bauen mal ganz kurz die Garage ab, Leute. Damit Frank auf jeden Fall nicht mehr sein Motorrad da nachher reinparken kann. Das heißt hier, mit dem Laserschwert machen wir mal die ganze Garage kaputt. Und ich muss, glaube ich, auch noch gleich rausgehen, ne? Sonst schüssel ich auch nicht rauf oder so. Das heißt hier, oh, das war verbunden. Und dann hier vorne nochmal ganz kurz. Und zack. Leute, verdammt. Okay, das wird Frank schon mal nicht so gut freuen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz kurz rein hier ins Haus und gucken mal, was er so drauf hat. Und ja, es sieht auf jeden Fall so aus wie bei Franklin. Auf jeden Fall auch nicht schlecht und so. Das machen wir auf jeden Fall schon mal weg hier, ganz kurz. Das kann auf jeden Fall auch mal ganz kurz weggehen. Was haben wir noch so am Start? Oh, eine RPG. Hm, wo könnte man am besten eine RPG hinfeuern bei Franklin? Ach, auf seine Nachbarn vielleicht oder so? Okay, wir schießen mal. Boom.
auf seine Nachbarn einfach rauf, Leute. Und da ist sogar Los Santos, da können wir leider noch nicht hin. Aber wir können einfach zum Beispiel RPGs auf andere Häuser und sowas schießen. Auch nicht schlecht. So, hier kann sich Franklin dann auf jeden Fall auch nicht mehr hinlegen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel... Oh mein Gott. Leute, hier geht's dann nochmal nach unten. Ach so, wir haben uns einfach... Okay, pass auf, dann machen wir das kurz kaputt, damit das Haus auf jeden Fall auch gleich noch einstürzen kann, ne? Das heißt, das noch ganz kurz kaputt machen. Und dann... hier ist aber Franklin ganz schön wenig unterwegs, ne? Also hier hat auf jeden Fall nicht wirklich viel reingepackt. Doofe Pflanze, machen wir mal ganz kurz weg. Können wir das Wasser auch kaputt machen? Ne, das Wasser können wir... Warte mal, können wir das vielleicht so machen, dass dann das Wasser rausläuft, Leute? Oh Gott, ich schieße mich hier gefühlt schon runter. Aber ich glaube, das Ganze funktioniert leider nicht. Das Wasser ist, glaube ich, nur so Optik, glaube ich, für Franklin. Gut, kein Problem. Ich habe auf jeden Fall noch ganz schön viele andere Waffen. Wir haben zum Beispiel noch hier einmal ganz kurz den Railgun. Die haben wir ja zum Beispiel auch in GTA 5, auf jeden Fall im Singleplayer. Und dann können wir mal... Nee, von Chop machen wir es nicht kaputt. Aber wir können auf jeden Fall mal ganz kurz hier so ein paar Sachen... Boom! Oha! Okay, das wird Franklin, glaube ich, nicht so feiern, dass wir gerade so gefühlt so einen ganzen Lock kaputt gemacht haben in seinem ganzen Haus. Ich würde mal sagen, ich fange mal an, hier so ein paar Sachen zu ändern. Das heißt, nehmen wir ganz kurz, was nehmen wir da am besten? Ich nehme mal ganz kurz hier so einen Flammenwerfer, Leute. Hier, das heißt, der Sessel, den brennen wir auf jeden Fall schon mal an. Dafür muss ich auf jeden Fall nochmal ganz kurz schnell das Feuer löschen, sonst geht nachher die ganze Bude hier gefühlt nachher in Flammen. Also wollen wir natürlich auch nicht. So, das heißt, hier haben wir schon mal den Sessel ein bisschen angebrannt. Guck mal, wie angekugelt der jetzt ist. Da haben wir hier nochmal ganz kurz eine richtig, richtig coole Waffe. Und zwar, Leute, habe ich hier nämlich noch einmal ganz kurz, wo war die? Genau, hier nämlich so ein Greifhaken. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel hier runterspringen. Moment mal hier, ganz kurz. So, Fenster aufgemacht. Hier können wir nämlich so runterspringen, Leute. Ganz kurz einmal hier das ganze Glas wegmachen, damit wir auch durchgehen können. Und jetzt können wir runterspringen, Leute. Und dann können wir zum Beispiel so machen. Oh mein Gott. Das heißt, man kann einfach, wie irgendwie Spider-Man oder so, kann man dann hier die ganze Zeit... Und auf dem Haus sind wir jetzt drauf, Leute. So, das heißt, wir können jetzt hier schon mal ein paar Sachen machen, die Franklin nicht so gefallen werden. Wir haben zum Beispiel einmal so einen Granatwerfer. Mal gucken. Oh nein, ich habe ihn zu weit geschossen. Sorry, Nachbarn. Hahaha. Wir haben einfach eine Türklinge. Das bedeutet, wenn wir gerne einen Platz haben wollen... Zack. Haben wir Platz. Okay, das heißt... So. Hier nochmal ganz kurz bis nach unten, damit wir auch auf jeden Fall alles fertig haben. So, das heißt, hier haben wir schon mal auf jeden Fall ordentlich was gemacht. Ich würde mal sagen, Leute, es wird Zeit... Aua. Ich habe hier fast selber in die Luft gejagt. Okay, es wird, glaube ich, Zeit... Bam. Also, dass wir ein bisschen von Franklin die Bude jetzt mal ein bisschen verschönern. Und das machen wir natürlich mit den heftigsten Sachen. Und zwar einmal hier. Aufräumen ein bisschen. So, ganz kurz Staubsaugen. Hier, Staubsaugen weg damit. So, ganz kurz zu mir hier. Alles ganz kurz zu mir. Oh, ich bin oben. Die Laser MK2 Waffe. Und die... Seht ihr hier schon, Leute? Ich muss einmal ganz kurz hier mehr Platz machen. Und dann könnt ihr sehen... Oh Gott. Sag mal. Ich brauche auf jeden Fall ganz kurz mal... ordentlich für Franklins Haus alles einmal ordentlich kaputt machen. Oh, was ist denn da hinten explodiert? Oh, das war auf jeden Fall nicht meine Absicht, Leute. Ich will mal sagen, wir gucken mal. Ja, sein Fahrzeug geht noch. Dann würde ich mal sagen, fahren wir doch mal ganz kurz mit seinem Fahrzeug ein bisschen rum. Und gucken mal, dass wir das ganze Ding gleich mal... Oh, jetzt schon gecrashed leider. Oh, das wird ihn auf jeden Fall nicht freuen. Mal gucken, wie ihn das freuen wird, wenn wir mit seinem Fahrzeug in seine Bude reinfahren. Und genau das machen wir jetzt auch. Das heißt, Achtung, aus dem Weg! Es hängt fest. Nee, Leute, das Fahrzeug hängt leider fest. Das heißt, wir müssen es... Oh Gott, wir müssen es leider ganz kurz mal mit C4... Zack. So, zack, Leute. Zack. Okay. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Und dann laufen wir, Leute. Laufen ganz schnell weg. Oh Gott, ich muss hier irgendwo raus. Schnell. Umdrehen und... Oh mein Gott. Hier ist ein bisschen was passiert, Leute. Ich glaube, das hätten wir vielleicht nicht machen sollen. Ich muss nochmal ganz kurz hier durchgehen. So, ich glaube, Leute, das hätten wir nicht machen sollen. Ich möchte mal, dass das ganze Haus jetzt, auf jeden Fall vielleicht die oberste Etage, wenigstens einstürzt oder so. Das heißt, einmal ganz kurz hier das weghauen. So, Leute, das wird einmal ganz kurz weghauen. Dann da vorne müssen wir auch einmal ganz kurz hier mit unserem Lasercutter, zack, hier kurz bisschen alles mal wegcutten. Hatten hier auch schon alles? Ich glaube schon. Dann muss ich auch einmal ganz kurz hier mit unserem Dingens, Leute. Warte, ich muss einmal... Zack! So, hier einmal ganz kurz aus dem Weg. So, muss ich nämlich einmal unsere Force Gun nehmen und dann
Bisschen aufräumen, Leute. Bisschen Staubsaugen hier, ja? Bisschen Staubsaugen hier, bisschen mal alles sauber machen. So, okay, hier ist ja ganz schön viel Müll. Das darf der Franklin alles gar nicht sehen. Wow. Aua. Wow. Hey. Ich werfe jetzt einfach mal ein paar heilige Granaten da rein, Leute. Weil diese Granaten sind echt unberechenbar. So, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Eine kam zu mir, eine kam zu mir. So, Halleluja. Oh mein Gott. Seht ihr das? Die Haushälfte. Wow. Wow. Es laggt alles. Alter. Franklin, es tut mir leid. Oh mein Gott. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich, glaube ich, irgendwie ein bisschen das Game gecrashed. Also, ihr seht schon, Leute, es hat irgendwie kaum noch Funktion und sieht ganz komisch jetzt gerade aus. Hierhin, Leute. Wow, was? Ich habe ein paar Autos vorbereitet und das bedeutet, dass wir quasi jetzt hier... Ihr seht eine Rampe. Ihr wisst, BMG sind wir auf Klippen runtergefahren. Leute, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich damit meine. Pass auf, ihr seht ja schon mal so ein bisschen. Ja, ja, ganz sneaky, Leute. Dann können wir hier zum Beispiel mal ganz kurz mit dem Auto... Wow, Alter, so eine Klippe runterspringen, Leute. Wow. Oh Gott, nein. Okay, das Ding ist, Tierdown ist ja so, dass es halt so ein bisschen aussieht, so wie Lego und sowas. Und man kann ja so ein paar Sachen kaputt machen. Und haben natürlich auch noch ganz, ganz viele verschiedene Waffen hier am Start. Zum Beispiel wie das hier. So ein... Guck mal hier. Zack, 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 zack. Ja, das Auto ist leider kaputt und das bedeutet, wir brauchen ein neues. Drückt übrigens auch auf den Like-Button, wenn ihr mehr Teardown sehen wollt. Und das Ding ist, Freunde, wir haben natürlich holen auch noch eine richtig, richtig coole Map, wo wir die Häuser und so auch noch zerstören können. Deswegen würde ich mal sagen, nehme ich mal ganz kurz hier wieder ein neues Auto und ich... Alter, Leute, gönnt euch ja bitte schön hier diesen heftigen Sportwagen, den wir jetzt mal mit voller... Oh mein Gott, mit voller Karacho. Yeah! Oh, wir können auch... Oh mein Gott, wir können auch theoretisch nochmal runterfahren, ne? Aber mit voller Karacho... Fahren wir das... Nein. Nein. Oh Gott. Oh, was? Oh, guck mal, selbst sogar der Boden ist kaputt gegangen. Wir können mit dem Ding noch fahren, Leute. Was sogar echt cool ist. Jetzt haben wir uns festgefahren. Okay, also das Fahrzeug ist leider schon ein bisschen kaputt. Das ist auf jeden Fall nicht das große Problem. Wir können natürlich auch hier einfach so ein ganz normales Fahrzeug nehmen. Und können hier auch mal ganz kurz in dieses Haus reinfahren, ja? Weil im Teardown können wir natürlich alles Mögliche zerstören. Und, hallo, ich muss einmal ganz kurz hier raus. Ich mach mal ganz kurz hier. Leute, ich will mal ganz kurz hier das Ding aus. Und zwar kann ich jetzt hier eine Waffe auswählen. Die heißt einfach Doorbell. Und da kann ich mir hier ganz kurz so machen. Zack. Und dann habe ich eine ganze Tür frei für mich. Das heißt, ich kann rausgehen und neue Türen quasi setzen. Was natürlich sehr, sehr angenehm ist. Wir können es natürlich auch auf die brutale Weise machen. Nehmen wir ganz kurz hier so ein kleines C4 hinlegen, Leute. Und dann einfach, boom. Ja? Einfach Sachen zum Explodieren bringen können. Und guck mal hier, kann man sogar Fußball spielen. Oh nein, oh Gott, okay, das wollte ich jetzt auch nicht, dass es anfängt hier zu brennen, Leute. Gut, einmal ganz kurz löschen. So, Löscheinsatz hier, Löscheinsatz. Hilfe. Ich muss natürlich auch erstmal hier ein bisschen aufräumen, Freunde. Hier ganz kurz weg mit dem Dreck. Oh Gott, hier brennt es ja immer noch, Leute. Das kann doch nicht angehen. Okay, ganz kurz hier nochmal Feuerwehr. Feuerwehr. So, können wir ganz kurz löschen. Obwohl, wir kriegen das nicht gelöscht. Ne? Das ist ja so ein C4-Termit oder so gewesen. Das heißt, hier unten wird es immer noch ein bisschen weiter brennen. Wir müssen leider, Leute, gefühlt das ganze Haus hier. So, seid ihr bereit? Okay. Oh. Okay, ein bisschen Straße noch mit. So, ganz kurz Staubsaugen hier. Lautgebläse, Luftgebläse. Oh Gott. Nein, verdammt, ich habe ein bisschen den Fußballern das Leben schwer gemacht, kann man so sagen. Okay, sorry, weg damit. So, hier, das sind nur die Maulwürfe, die noch mit rausfliegen. Ganz kurz sauber machen. Okay, dann können wir quasi weiterspielen. Alles klar. Ja, das ist nur... Das ist einfach ein Kreisligaplatz. Ganz einfache Sache, Leute. Ganz einfache Sache. Dann gehen wir mal ganz kurz hier zum nächsten Haus, denn wir können jetzt hier nämlich mal so ein riesen Hochhaus zum Einstürzen bringen. Darauf habe ich nämlich gerade eigentlich am meisten Lust, Leute. Und das Ding ist, wir haben auf jeden Fall ein paar coole Waffen wieder, die wir in der letzten Folge nicht hatten. Also checken wir noch die letzten Folgen aus. Wir nutzen nämlich einmal ganz kurz die Megagun. Wir kennen ja alle eine Minigun, die ich habe, Leute. Und zwar hier zum Beispiel einmal hier die Minigun, Freunde. Und das Ding ist, die Minigun kann natürlich ganz normal schießen, ja? Heißt aber Minigun. Und das Ding ist, es gibt natürlich jetzt hier noch die Megagun. Und die Megagun, Leute... Boah, die ist ein bisschen heftiger. Boah. Hä? Moment mal. Wie kann das Haus überhaupt noch in der Luft sein, Leute? Ich weiß jetzt nicht, warum dieses Haus auch in der Luft schwebt, Leute. Eigentlich sollte es runterfallen. Aber vielleicht müsste es einfach nur ein bisschen weiter oben kaputt machen. Aber nee, anscheinend
Denkt dieses Haus, es ist in Minecraft geboren worden. Okay, einmal ganz kurz hier kaputt machen, so. Aber Freunde, dann müssen wir halt an ein anderes Haus gehen, wenn das nicht so Lust hat. Gut, dann machen wir halt einmal eins von diesen Häusern da kaputt. Und zwar, nein, was hat denn mein LKW? Leute, guck mal hier. Der LKW hat hinten leider ein paar Löcher abbekommen, als ich darauf geschossen habe. Kein Problem. Ich würde sagen, wir düsen dann mal hier in dieses Haus rein. Yo, bam. Oh, einmal durchfahren. Okay, yeah. Kleinen Drift machen hier. Nochmal eine Runde durchdüsen. Jawohl. Okay. Oh, oh, oh Gott. Hallo? Okay, Außenweg. Oh nein. Okay, mein LKW ist leider nicht so gut, Leute. Dann müssen wir wohl einmal ganz kurz hier wieder den kaputt machen. Oh Leute, ich habe echt so richtig coole Laserblades, ne? Ich kann damit einfach zum Beispiel hier, gut, bei den Autos ein bisschen die kaputt machen, aber halt auch nicht so extrem. Was ist denn das jetzt hier? Was? Ich habe jetzt hier gerade noch so einen kleinen Bagger oder was ist das hier jetzt am Start? Nee, es ist ja eher so ein... Oh Gott. Okay, dieses Ding ist anscheinend mega... Okay, ich kann es sogar bewegen. Ne? Das heißt, ich kann hier gezielt sogar durch dieses Haus durchfahren. Oh, okay, okay, okay. Aber ich möchte mal wissen, was passiert, wenn wir das ganze Haus mal zum Einstürzen bringen. Deswegen legen wir doch mal ein bisschen C4 hin. So, wir haben C4 jetzt hier am Start. Mach mal ganz kurz hier C4 dran. Dann hier 1, 2, 3. Dann an jeden von diesen Balken jeweils ein C4 dran legen, Leute. Wir haben soweit genug C4 gelegt. Wir müssen ein bisschen Abstand nehmen und dann drücken wir wie jetzt auch auf den Abo-Button, auf den Like-Button. Und zwar in 3, 2, 1... Boom! Warum fällt denn das jetzt nicht auseinander? Und zwar haben wir jetzt hier so ein mega großes Haus am Start. Und da ist das ist natürlich richtig, richtig gut gefüllt, Leute, innen drin. Also jeder Balkon quasi hat auch so eine eigene Etage. Guck mal, ich gehe mal ganz kurz durch hier so. Hier, die haben zum Beispiel einen Fernseher. Weg damit, Leute. Keiner braucht einen Fernseher. Hier, Klavier oder keine Ahnung, was ist das? Weg damit, Leute. Hier, Pflanzen braucht keiner. Ab geht's hier auch direkt in die nächste... Oh, Badezimmer. Okay, mal ganz kurz. Hallo, ich möchte nur wieder in den Treppenbereich. Ach, hier wahrscheinlich, ne? Genau. Und dann können wir hier auch zum Beispiel ganz normal hier hochgehen und sowas. Und Leute, das Ding ist, wir könnten theoretisch dieses ganze Haus heftig zum Einstürzen bringen, indem wir jetzt... Ey, sag mal, die Waschmaschine nervt mich schon ein bisschen, ne? Ich würde mal sagen, da muss wohl leider mein Laserschwert her. So, Waschmaschinen sind auch jetzt weg und ich kann mich sogar jetzt hier theoretisch... Warte mal, wenn ich jetzt ganz... Oh, sorry. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ganz oben bin, Leute, beim Haus, kann ich eigentlich, was da funktionieren sollte, ich werde es ja gleich ganz kurz mal zeigen. So, noch ganz kurz hier den Dachboden reinklettern, Leute. So, und dann sind wir auch schon gefühlt ganz oben drauf. Ich weiß, es ist sehr dunkel, wir können aber Taschenlampe anmachen. Was ist, wenn wir jetzt hier mit unserem Laserschwert uns einfach quasi... Obwohl, nein, Leute, ich habe eine bessere Idee. Wir haben doch jetzt hier ganz kurz so heftige Waffen. Und zwar zum Beispiel eine Railgun, Leute. Und jetzt mit dieser Railgun, wenn wir ganz da unten schießen... Oh, oh Gott. Leute, ich habe einfach ganz nach unten... Oh mein Gott, guck mal hier. Wow. Was? Ich habe bei einem Haus einfach so ein komplettes Loch gemacht. Das heißt, ich habe ganz vergessen, die Railgun läuft ja so, wenn man quasi einen Schuss setzt hier. Achtet genau auf dieses Loch, Leute. Ja, seht ihr, nachdem ganz viel Gerümpel gleich runtergefallen ist, das genau, da seht ihr schon, das schießt quasi ein komplettes Loch durch. Das Ding ist, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt mal eine neue Waffe, die ich mir geholt habe, mal da reinholen? Und zwar haben wir jetzt hier, Leute, die Q2 Raygun. Das bedeutet, die Raygun hier, boom, 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 boom. Die kann viel schneller schießen und macht dann quasi auch direkt die Löcher rein. Guck mal, sieht aus, als wäre das halt irgendwie, weiß ich auch nicht, also sieht schon ganz schön verrückt aus. Das heißt, theoretisch kann man hier ganz kurz ein bisschen so machen. Zack, 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 zack. Es ist passiert. Leute, es ist passiert. Ich glaube, das Haus bricht gleich zusammen. Oder? Bricht es zusammen? Es bewegt sich ein bisschen. Ich glaube, gleich passiert da was. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz hier wieder eine neue Waffe auspacken, die noch ganz schön heftiger ist. Und zwar der Ballisto-Strike, Leute. Hier. Und zwar da. Ans Haus ran. Oh! Ho! Okay, wie ihr sehen könnt, hat der Ballisto-Strike auf jeden Fall ganz gut zugeschlagen, Leute. Und das Ding ist, ja, ich würde mal sagen, wir hauen den nochmal ganz... Oh, seht ihr das? Das Ding hier, das war doch nicht mein Laserschwert, ne? Mal gucken, was passiert, wenn man es jetzt hier oben nochmal ranhaut. So, das heißt, hier oben ranhauen. Laser kann auch nochmal ganz kurz ran hier. So, zack. Oh mein Gott, Leute, was passiert hier? Multi-Missile. Das heißt, hier ein bisschen was dran machen. Und Leute, ich sage es euch, mein Game laggt gerade nicht ohne Grund, sondern das liegt wirklich daran, an diesem Ballisto-Strike. Deswegen ich, oh Gott, wie viel der gerade schon runterfällt, ne? Es regnet gerade einfach komplett mit kaputten Sachen. Oh, also ich wollte euch nochmal ganz kurz zeigen, wie das aussieht, wenn man wirklich Dinge kaputt macht und die dann quasi auch runterfallen. Weil wir haben zum Beispiel hier erstmal einen richtig dicken Kran, Leute. Und diesen Kran können wir sogar, zum Glück mit der Megagun zum Beispiel...
kaputt machen. Und dann müsstet ihr doch einmal ganz kurz das hier kaputt machen. So, zack, zack, zack. Und dann kracht auch der Kran, Leute. Langsam zur Seite, wo er schaukelt. Das könnte, ist der unten aufgekommen, Leute? Der ist unten aufgekommen, oder? Nee, nicht ganz. Da müssen wir ihm einmal ganz kurz helfen, das zu machen, was er eigentlich machen sollte. Aber warum fällt denn der jetzt nicht um, Leute? Und wie der Kran wackelt. Der müsste eigentlich, wenn man hier so einen kleinen Schub gibt oder so zur Seite, sollte der eigentlich easy umfallen. Ich würde mal sagen, wir probieren nochmal ganz kurz. Ah, der hängt hier, da bin ich nochmal ganz kurz dran. Gut, machen wir ab. Kein Problem hier, du blöder Kran. Hä? Okay, dann fällt das halt runter. Oh Gott, auf den Container rauf, Leute. Okay, und dann trennen wir es doch mal ganz kurz hier ab. Mal gucken, was dann passiert, wenn wir es hier abtrennen. So, kurz hier. Sag mal, also da hängt der wirklich am seinen Faden, ne? Aber den seinen Faden können wir leider nicht kaputt machen. Das ist doch unglaublich, Leute. Aber wir haben hier sogar Mini-Nuke, sehe ich gerade. Oh mein Gott, okay, genau das meine ich, das passieren kann mit den Häusern, Leute. Holy moly, Alter. Das Haus ist schon mal kaputt, ja, du blöder Kran. Kannst du mal sehen, was du eigentlich anstellen solltest. Und hier ist sogar noch ein Auto, Leute. Pass auf, ich mache mal ganz kurz hier diese Mega-Plattform kaputt hier. Das heißt, zack, so, kurz ein bisschen durchbuddeln hier. So, zack, kein Problem, Leute. Okay, einmal durchgebuddelt, okay. Und dann machen wir nochmal ganz kurz hier, ja, die Teile ein bisschen kaputt. Das heißt, hier, so, zack, hier ein bisschen, oh Gott. Oh Gott, oh, das arme Haus. Leute, wie das arme Haus einfach gerade eben weggeflogen ist. So, hier ganz kurz die Teile. So, okay, kein Problem hier. So, trennen wir nochmal ganz kurz hier von dem Stein hier. So, okay, oh Gott. Okay, haben wir den schon getrennt, Leute? Kann der hier auf eigene Faust, kann doch überleben. Der hängt ja auf jeden Fall noch gerade an der Treppe fest. Wow, okay, okay, ich hab's kaputt gemacht, Leute. Oh Gott, das Riesenhochhaus. Ey, es leckt alles, aber das Riesenhochhaus kracht ein. Mit den Autos oben drauf. Ey, als ob das so stehen bleiben kann. Niemals, Leute, niemals. Das wird doch locker gleich runterfallen, oder? Ey, das muss doch, ich meine, selbst der LKW, guck mal, wie der LKW da steht. Anscheinend muss ich dem Ding noch verhelfen oder nicht? Oh, es fällt, nee, ich muss es wirklich helfen. Gut, kein Problem. So, kurz kaputt machen hier wieder. Zack, zack, zack. Okay, ich glaube, dann sollte das ganze Ding schon wesentlich einfacher runterfallen. Hier noch an der Ecke hängt es anscheinend auch noch fest. Helfe ich auch nochmal ganz kurz. Natürlich kein Problem hier. Machen wir in der Ecke auch nochmal ganz kurz ab hier. Er kann das nochmal easy umfallen. Und jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's los. Das ganze Hochhaus bricht zusammen. Also, man, das hält sich aber auch echt gut, ne? Das hält sich echt mega gut. Aber warum? Ich frage mich gerade, wo hält sich das hier noch gut? Ich glaube, hier unten an dem Teil. Gut, kein Problem. Verhelfen wir natürlich nochmal ganz kurz weiter. Vermittlung Brocks. Ja, es kippt über. Es kippt über. Oh, okay. Der Bagger und so fällt auch runter. Alles klar. Ich muss ja sagen, ey, das ist das Haus. Hier bricht noch so das eine Haus da gerade zusammen. Ich muss sagen, ich hätte es mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt, aber mein ganzes Spiel leckt gerade leider. Und das Ding ist, mein ganzes Spiel, habe ich auch das Gefühl, bleibt gleich sogar relativ doll hängen. Oh Gott. Ja, ja, okay, hau rein, Doberkran, hau rein, hau rein. Ich nehme einmal ganz kurz eine Waffe, wo ich in der Luft bin, Leute, damit es das vielleicht nicht so doll leckt. Deswegen nimm einmal ganz kurz hier, wo haben wir sie? Den Airstrike, Leute. Und jetzt, pass auf, wir müssen einmal ganz kurz Flugzeug-View. Wir machen einmal ganz kurz hier das dicke Ding kaputt hier. Piu! Oh, guck, wie das da zusammenbricht. Aber das Ding ist mein ganzes Game-Lag, Leute. Ich kann leider nichts mehr machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Dann machen wir auf jeden Fall noch weitere Parts, wo wir zum Beispiel einen Zug aufhalten oder noch andere Tornado-Maps spielen. Lasst auf jeden Fall gerne noch ein Abo da. Checkt die beiden Videos aus und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.